Hi, oh Gott, moin, willkommen zu dieser genialen Veranstaltung, die ich da nenne, mal gucken, ob es besser ist als Götterdämmerung. Ja, das ist ja so eine Krankheit von den Gothic-Leuten, dass sie dann immer sagen, so, pass auf, das Spiel ist eigentlich fertig, aber im Endeffekt haben wir wegen der, weil Jubut gesagt hat, ja, wir haben ja nicht alles durchgekriegt, weil wir, wie wir mittlerweile ja schon wissen, euch ein bisschen zu viel Stress gemacht haben und wir immer gesagt haben, pass auf, am besten hättet ihr das Spiel schon gestern released, weil wir brauchen Geld, wir brauchen Geld, wir brauchen Geld, wir brauchen Geld. Unser Unternehmen ist gerade in einer sehr schwierigen Situation und das liegt unter anderem an euch, weil ihr keine guten Spiele macht, erstens, und zweitens, weil ihr diese schlechten Spiele auch noch viel zu spät released und deswegen haben sie gesagt, pass auf, ich weiß, da ist jetzt nicht alles untergekommen, was hätte untergekommen sein sollen. Und dann bauen wir einfach mal ein Add-on. Als halb Standalone, keine Ahnung. Nicht so von wegen Add-on, ja, es ist so implementiert wie Nacht des Raben, spielst du das Spiel halt nochmal. Und dann guckst du mal, dass du dann ein paar neue Facetten des Spiels siehst. Und dann schaust du nochmal, dass komplett neu durchgespielt wird. Ja, ist in Ordnung, cool, geil. Nee, hier nicht. Hier ist einfach alles nochmal neu. Add-on als Standalone, das so an die 4 bis 8 Stunden gehen soll. Ja, ich habe mir die Kritiken dazu durchgelesen und, oh Gott, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Nein, ich lasse mich einfach mal überraschen. Es wurde gesagt, dass dieses Spiel genauso ist wie die letzten 5 Stunden von Gothic 4 Arcania. Und, naja, das ist ja, also immer in ganz, 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 ganz eingeschränkten Bereichen, hunderte Monster kloppen und so weiter, ja, ist schon. Es ist übrigens Arcania, Fall of Zetarif. Da steht nichts mehr von Gothic 4, Arcania, Fall of Zetarif. Nee, das ist jetzt alles im Endeffekt ja sowas wie eine Fanfiction, nur gefördert mit Geld und verkauft. So wie Shades of Grey eigentlich. Ja. Ja, dann hoffen wir mal, dass mit uns hier nicht so sehr gefickt wird. So, wir spielen normal, nee. Laden, was denn? Ich habe doch noch nichts gemacht. Ob du mit deinem Arcania-Helden... Ja, natürlich. Das machen... Das ist ja lustig. Es ist gut, dass du wieder da bist. Gerade jetzt. Was ist passiert? Ich habe schlechte Nachrichten aus Zetarif. Der Bote war halb tot, hat von einem Dämon gestammelt und davon, dass Karella, die Tochter von Esorn dem VI., um meine Hilfe bittet. Die Tochter deines Feinds bittet um deine Hilfe? Ich hätte dem Boten auch nicht geglaubt. Aber der Vulkanausbruch? Er gibt mir zu denken. Außerdem sind meine Freunde nach Zetarif gegangen, um nachzusehen, was aus meinem Heer geworden ist. Diego, Milton, Lester und Gorm. Ich mache mir Sorgen. Sie sind auch meine Freunde geworden. Wenn du erlaubst, gehe ich nach Zetarif und suche nach ihnen. Uiuiuiui. Da sind wir ja mal gespannt. Also, wir hatten den Dämon ja am Ende von Arcania Gothic 4 gesehen. Und mittlerweile scheint der ja eine richtige Sau geworden zu sein. Du hast genügend Materialien und die notwendige Anleitung, um etwas herzustellen. Drücke C zum Öffnen des Handwerksmenüs, als wenn ich das noch nie gemacht hätte, ne? Leute, ihr redet hier mit einem alten Hasen. Wähle das herzustellende Objekt und die gewünschte Anzahlung stelle es her. Wenn immer das unten stehende Symbol sichtbar ist, bist du in der Lage, wenigstens einen Gegenstand herzustellen. Ja, ich frage mich, ob ich das überhaupt möchte. Zumindest haben wir Innos Zorn noch dabei. Ihr habt mir alle beigepflichtet, übrigens, dass Innos Zorn tatsächlich die stärkste Waffe des Spiels sein soll. Da fühle ich mich tatsächlich positiv bestätigt, muss ich sagen. Danke nochmal dafür. Ja, aber ich bin trotzdem immer noch so ein bisschen angefasst darüber, dass wir keinen Zweihänder bauen konnten, der uns irgendwie hilft bei unserer Skillung, der uns etwas zugutekommt. Naja, wie auch immer.
Ajo. Ah, da bist du ja. Das ist gut. Großmeister Ningal hat mich gebeten, dir etwas auszurichten. Was? Er erwartet dich im Süden von hier, in der Wildnis, und bereitet einen Teleportationszauber für dich vor. Einen Teleportationszauber? Warum das denn? Ein Lavastrom hat uns heute Nacht gänzlich von Setarif abgeschnitten. Warum hat Ningal den Zauber nicht gleich in der Festung gewirkt? Der Großmeister der Finsternis hat es nicht für notwendig erachtet, mich in die Einzelheiten seiner weisen Pläne einzuweihen. Das Beste wird sein, du fragst ihn selbst. Okay, bevor wir jetzt hier weitermachen, muss ich trotzdem nochmal in die Optionen rein und Questmarkierungen anmachen. Und Video, war das hier? Ja, das ist alles cool. Ich hätte gerne Untertitel, die habe ich gerade nicht gefunden. Gegneranzeige, Silhouetten, alles aus. Ja, es ist lustig. Angriffskombo, Hilfsanzeigen, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Untertitel bei Audio, natürlich. Untertitel sind nicht zum Lesen, sondern zum Hören. Falls ich es noch nicht gemerkt hatte. Du warst noch nicht bei Ningal, was? Ja, ich habe auch noch nicht mit dir zu Ende geredet. Meine Güte. Ich habe so schön das Licht im Gesicht. Da hätte ich... Oh, das reimt sich so. Was gibt es hier in der Gegend von Sonjara? Bäume, Sträucher, Gräser und im Süden von hier ein paar schäbige Bauernhöfe. Nichts, was für deine Mission von Belang wäre. Ja, das habe ich auch so ein bisschen das Gefühl. Von davor habe ich auch ein bisschen Angst. Es war ja bei Götterdämmerung damals so, dass man theoretisch ganz viel hätte machen können, aber dass man eigentlich mit nichts interagieren konnte und man eigentlich sehr, sehr allein gelassen wurde in allem. Jetzt sind wir jetzt im Süden von Ich hätte gerne die ganzen Dschungelsachen noch fertig gekriegt und dieser eine Leck-mich-Wache noch verprügelt. Vielleicht geht das doch noch. Und Taurus, Leute, Taurus. Taurus wartet auch noch auf uns. Was schön ist, ist, dass wir all unsere Gegenstände hier haben. Das hätte ich mir für Götterdämmerung auch gewünscht. Die Importierfunktion ist nicht so wirklich ewig gestrig. Das finde ich ganz gut. So, vielleicht ist es aber so, dass wir trotzdem bei unseren Kämpfen etwas aufpassen müssen. Obwohl, naja, das sieht ja eigentlich eher so normal aus hier, ne? Also bisher waren das ja jetzt nicht so die Superviecher. Den rollen wir hier ganz lustig den ganzen Abhang herunter. Und dann hau ich hier aufs Maul. Also, die Quintessenz des Bösen, die normalerweise in der... Ich hätte jetzt Armor und Ski gesagt, ihr wisst schon, in diesem Harpien-Gedöns drin war, wurde extrahiert, denke ich mal, von diesem komischen Ork-Schaman und irgendeinem anderen NPC, den ich nie gesehen habe. Und Taurus! Warum auch immer Taurus wieder dabei ist. Keine Ahnung, aber ich glaube, der ist nur dabei, weil alle Gothic-Spieler gesagt haben, wie jetzt, ein Gothic ohne Taurus zu fahren, das kann doch nicht sein, Mensch. Das muss doch noch geben. Knecht. Fremder, ja. Bin. Kommst du aus Sonjara? Bist du ein Jäger des Königs? Wie kommst du auf die Idee? Ich war bei den Wachen am Stadttor, hab ihnen von den Wölfen erzählt und gehofft, sie würden Hilfe schicken. Ja? Naja, vielleicht kann ich euch helfen. Da siehst du schon. Um was für Wölfe geht es? Es gab schon immer Wölfe hier im Tal, aber sie haben sich verändert. Inwiefern? Früher, da haben sie mal ein paar Hühner gerissen oder auch mal ein Schaf, aber jetzt, sie sind in mein Haus eingedrungen. Am helllichten Tag hätten meine Frau und meine Magd fast getötet. Und ihre Augen. Was ist mit ihren Augen? Sie leuchten wie die Glut in einem Lagerfeuer. Bist du da sicher? Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Wo sind die Wölfe jetzt? Oh, die haben uns vor ein paar Stunden schon wieder angegriffen. Aber wir konnten sie vertreiben. Sie sind nach Osten gelaufen. In Richtung des alten Wachturms. Dort müssen sie irgendwo sein. Dann kümmere ich mich darum. Und da ist sogar schon das Ausrufezeichen. Ja, das finde ich aber trotzdem jetzt gerade ein bisschen unsinnig. Machen wir das Ausrufezeichen mal wieder weg. Damit wir ein bisschen mehr, ja, den Imperativ haben, die Welt ein wenig zu erkunden. Damit wir sagen können, ja, die Welt, die erkunden wir schon. Hier wird uns nicht alles auf dem Silbertablett präsentiert. Wir müssen selber ein bisschen arbeiten. Ihr Wölfe verhauen. Ich fühle mich gerade ein wenig overpowered, aber mal sehen, vielleicht ändert sich das irgendwann noch. Könnte ja so sein wie bei so WoW-Add-ons, dass man
mit der alten Skillung und mit den ganz alten Items, die man vorher noch aus irgendwelchen Raids geholt hat, so das erste Level noch total der Imba-Typ war, aber dann ein Level später hast du gar nichts mehr hingekriegt. Na, die Schäfis! Hallo? Bist du mein Freund jetzt? Das Schaf ist mein Freund! Oh, das ist ja süß. Oh mein Gott, das hätte ich jetzt gerne gekrault. Bitte ignoriert den Fakt, dass ich versucht habe, dieses Schaf abzuschießen. Ich habe ein Schaf mit! Yay! Das ist mein Freund jetzt. Oh. Die Schäfis. Oh ja, ein Schafi. Ich hätte gerne so ein bisschen Zucker mit, damit ich dem füttern kann. Oder Salz. Weiß nicht, was die lieber mögen. Schwert der Setarifischen Königsgarde. Diese Klingen werden von der königlichen Garde Aethorn, dem Sext... Was? Nee. Da steht nicht dem Sechsten, da steht Aethorn VLS getragen. Dieses Exemplar ist verwittert und hat eine tiefe Scharte. Ein Treffer mit dieser Eisenklinge hat eine Wahrscheinlichkeit von 33%, den Gegner für 4 Sekunden auf 40% seiner normalen Geschwindigkeit zu verlangsamen und verursacht dabei 60 zusätzlichen Schaden. Plus Nahkampf und plus Fernkampfangriffskraft. Das ist ja gut. Das sind ja jetzt wirkliche Textaufgaben. Rüdiger hat Mana plus Magiekraft. Das ist gut. Dann kann ich die ja ausrüsten. Pass auf. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Aber wo ist es denn? Fernkampfwaffen da. Dann kann ich nämlich plus auf Magiekraft haben. Ich möchte ja nicht unbedingt was damit abschießen, weil da 55 Fernkampfangriffskraft. Das meine ich. Wir haben jetzt die ersten Sachen hier schon gefunden und die sind besser als die High-End-Gegenstände des Hauptspiels. Und daher. Wo ist mein Schafi? Da! Bolle heißt der. Da ist Bolle. Bolle, unser Schaf. Bolle. Er reiste jüngst zu Pfingsten. Nach Pankow war sein Ziel. Da verlor er seinen Jüngsten ganz plötzlich im Gewühl. Eine volle halbe Stunde hat er nach ihm gespürt. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Das ist so die Geschichte von ihm. Und deswegen ist er jetzt hier. Knülle und Bülle. Okay. Ich suche immer noch die anderen Wölfe. Aber wir schummeln nicht. Wir haben die Questmarkierung nicht eingeblendet. Das heißt, wir machen das alles zu Fuß. Und irgendwann wird uns jemand auf unser Schaf ansprechen und sagen, hey Matty, du hast ja ein Schaf. Und dann sag ich, geil, ein Schaf. Wir machen Party, machst du eine Party? Ja, wir machen Party, machst du eine Party? Ja, wir Party. Und dann ist eine Party, machst du eine Party? Machen wir eine Party? Aber ich glaube, hier sind keine Wölfe mehr. Doch, da ist noch einer. Das sind noch drei. Das reicht. Dann haben wir es fertig. Wäre aber cool, wenn das Schaf mitkämpfen würde, ne? Augen wie Glut. Ich nehme das mit hier, diese gezackte Wolfszahn. So von der Grafik her hätte ich jetzt gesagt, das wäre eine Nase. Na gut, wir haben eine Nase mit. Das ist Thomas Gottschalk, dem haben wir die Nase geklaut. Oh, kacke, ich wollte gerade was trinken und dann sehe ich dieses Scavenger hier. Ich hätte aber gerne, und das habe ich schon, glaube ich, schon... Ich hatte es ja schon mal erzählt. Ich hätte gerne so ein Spezialbuch über die Konzeptkunst von Gothic und Gothic 2. Ich glaube, sowas gibt es nicht. Ich habe irgendwann mal davon erzählt, dass es einen Comic gegeben hat, der so an die 40 Seiten lang war und der dann eben die Vorgeschichte zu Gothic 1 erzählt hat. Ich glaube, ich würde meine Seele verkaufen, um dieses Buch in Händen halten zu können. Hast du die Wölfe getötet? Ja. Ja, die Wölfe sind tot und eure Höfe wieder sicher. Ich danke dir. Hier, nimm das. Es ist nicht viel, aber vielleicht kannst du es brauchen. Mischka, Muschka, Kaka, Maus. Zeichen der Göttin erhalten. Ja, das ist cool, Zeichen der Göttin erhalten, aber... Aber was heißt das? Ausrüstung. Oh. Ja, es ist nicht viel, aber es ist vermutlich der beste Gegenstand der Welt hier. Ich weiß nicht, warum ich das noch hatte. Egal. Interessiert hier eigentlich auch keinen.
Okay, was habe ich gesagt? Inbrunst? Nee, damit mache ich nicht mehr Schaden. Ich wollte Dominanz skillen. Augenblickliches Sterben von allen. Ja, das machen wir erstmal auf volle Pulle. Da ich aber auch keine Wurst mehr habe, glaube ich, dass diese Vitalitätsskillung auch nicht schlecht wäre. Ich habe ein Schaf mit. Ich rede einfach mal mit der Frau da. Vielleicht möchte die das Schaf haben. Hallo? Ich habe gar kein Schaf mit. Doch, ich habe nur das Schaf. Schäfi. Hey, Bolle. Moin. Moin. Oh, jetzt. Er geht jetzt ab. Ich weiß nicht, was. Pass auf. Hey, Bolle, ich habe dich zurückgeführt. Bolle. Kommt er jetzt nicht mehr mit? So, jetzt habe ich schon die erste Enttäuschung in diesem Add-on erlebt. Bolle kommt nicht mit. Das ist schade. Okay, Bolle. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Und wir sehen uns dann morgen. Ich würde mich übrigens über Kommentare, / positive Bewertungen, / Empfehlungen bei euren Freunden, / Bauspardarlehen freuen. Also nicht, dass ich ein Darlehen nehme, sondern dass ich euer Geld kriege, was ihr vom Bauspardarlehen... Ihr müsst ja auch nichts bauen. Ihr baut einfach auf meine gute Hoffnung.